Ich grüße euch, Freunde, recht herzlich in einer weiteren Folge Grid Autosport. Es geht Ether 0 geladen weiter in Circuit of Americas, wenn ich es, glaube ich, richtig abgelesen habe vorhin. Ja, ich glaube, was Circuit of Americas. Wir sind weiter mit unserem Sponsor-Team Razer Motorsport unterwegs und wollen den Ravenvest-Team ordentlich den Arsch versohlen. Und nehmen mich natürlich recht herzlich mit. So, dann schauen wir mal. Und wir wissen ja, KNN macht auch ganz schön Druck mit der Zeit. Da müssen wir sehen, dass wir die auch irgendwie bei den Eiern kriegen, dass wir da irgendwie die abhängen können. Das heißt, Druck, Druck, Druck und überlegen, handeln. So, dann wollen wir mal. 5 Runden. Ah, mal spannend. Wieder auf dem letzten Platz. Immer auf dem letzten. Aber Ravenvest darf auf dem ersten starten. Das ist auch ganz komisch. Also wenn da mal nichts im Busch ist, ne? Wenn Ravenvest auf dem ersten starten darf, wenn da mal nichts im Busch ist. Na gut, schauen wir mal. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Ja, Circuit of America ist eine Strecke, die ich sehr selten gespielt habe, aber eins kann ich schon mal sagen. Schwer also trotzdem. Hab bloß ein paar Runden mal auf der gespielt, damals. Aber ich finde die doch schon sehr, sehr anspruchsvoll. Oh, ja. Hat er mich schön rausgekickt. Ja, wird auch keinen Platz machen. Oder es war mein Fehler. Ich habe es nicht genau analysieren können, aber ich glaube, es war sein Fehler. Oh. Hinterachse, Freunde. Hinterachse ist im Load, Alter. Himmlerswillen. 5 Runden, ey. Auf in Runde 2. Du fährst mit dem Hauptfeld mit. Ah, vorne Oakley und KNN kloppen sich. Na gut, sagen wir mal so, KNN will ja keine Position abgeben. Gerade wenn sie so weit vorne sind, würde ich auch nicht machen. Oh, 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 da gibt es ganz schön starke Kloppe da vorne. Oh, hier reinsetzen, den zweiten Gang runter. Oh, 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 oh. Das war knapp, ey. Ah, Forge ist schon neben mir. Forge ist neben mir. Ich bin schon gewundert, was. Okay, ich bin schon gewundert, warum mich da so blockieren tut. Ah, macht innen zu. Ja, 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 ja. Das war ja klar. Ja, sagen wir mal so, die sind ja auch schon weit vorne, ne? Auf dem zweiten Platz der Teamwertung. Da wollte ich auch zumachen. Alles riskieren, damit der Feind das gleich nach vorne kommt. Aber schöne Außenbahn überholt hier. Oh, 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 gegenlenken. Von der Teamkicker, die auch sehr gut dabei sind. Ich glaube, Teamwertung Platz 4. Ah, für der Top Speed. Wir haben ein bisschen zu viel Abtrieb. Aber ich brauche auch ein bisschen. Ja, noch 2 Runden, habt ihr gehört. Aber wie gesagt, ich brauche unbedingt noch 2 Runden. 2 Runden sag ich schon. Ich brauche unbedingt Abtrieb. Gerade bei den Kurvenverhältnissen hier. Da brauchst du schon hinten ein bisschen am Arsch ein bisschen Abtrieb, sonst bist du nur noch am Übersteuern. Ich würde sagen Untersteuern, das kannst du mit dem Wagen aber nicht. Nicht bei den Lastwechseln, was hier vortrifft, das kannst du ja vergessen. Nicht bei dem Lastwechsel, was hier geschieht, das kannst du vergessen. So, aber auf dem 5. sind wir, sehe ich gerade, aber unser Teamkollege wieder auf dem 15. Platz. Oh, Kicker dreht sich. Oh. Kurz mal Polster und so, ihr kennt das ja. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Ja, Windschatten fahren. Komm, 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 komm. Ah,
Aber den zweiten Fahrer noch kriegst. Der fahrende Bruno von Team K&M. Nee, wohl nicht mehr. Macht gleich zu, sagt er. Jetzt aber auch besser rausgekommen als ich. Ich glaube, ich habe viel mehr mit meinem Wagen zu kämpfen als alle anderen. So das Gefühl. Ne, vierter Platz, ist aber auch in Ordnung. Gelangt. Du bist vor deinem Event-Rivalen gelandet. Immer wieder anstrengend, du. Immer wieder anstrengend. Voll auf Kurs mit dem Teamziel. So ist es, so ist es. Wir sind gut dabei. Stefano in Team K&N hat leider den dritten Platz noch halten können. Ich dachte, wir kriegen den noch. Gerade weil es gut dabei war. Scheiße. Aber wir sind Top-Zeit. Das heißt, wir sind gut ideal in die fahren. Also der Ansatz war schon mal nicht schlecht, aber wie gesagt, Team Ravenvest, die sind wieder, wie immer, wie man es kennt, ganz vorne. Aber Fahrerwertung Platz 3, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt ist nur noch, guck mal, jetzt ist, ist Rick Scott 4 Punkte von uns entfernt. Ah, das wird langsam, das wird langsam. Jawohl, Platz 4, der Teamwertung, wir müssen noch, wir müssen mehr Druck machen. Guck mal an, 93 Punkte haben die, wow. Das Problem ist, jetzt liegt es doch nicht mal an mir. Jetzt muss auch mein Teamkollege mit ran. Das ist das Problem. Der muss jetzt mit ran. Sonst wird das hier alles nicht. Nee. Mal gucken, wo wir jetzt starten, welchen Platz. Oh Gott. Ja, 13. Und unser zweiter Wagen geht vom vierten Startplatz ins Rennen. Alles klar, jetzt ist mal getauscht, okay? Jetzt wurden die Plätze mal komplett getauscht. Na gut. Wir starten wie immer von hinten. Haben Aaron Wesley im Nacken. Im Nacken. Im Nacken, mein Zoll. Oh. Jawohl. Und müssen das hier durchschlagen. Das kann ja was werden. Na dann, viel Glück, dass wir es überleben, ja. Boah. Ja, wurde gedreht. Eigentlich spule ich ungern zurück, aber da muss ich zurückspulen. Und wenn du hier einmal den Anschluss verlierst an das Feld, dann war's das. Und wie gesagt, ich wurde ja gedreht, ey. Das ist ja wohl eine Frechheit vom Team, was mir auch immer gedreht hat. Ich glaube, Team K&N war's. Ich weiß nicht. Ich konnte es nicht genau sehen, aber ich glaube es mal. Nur noch Team Liqui Moly vor uns. Mit Prince Venter und Emiliano Flores. Jawohl. Ach, ein Intel-Typ. Okay, alles klar. Hier sind wir Intel auch mal an der Spitze. Naja, klar. Der ist zu weit zurückgefallen mit seinem Team. Der versucht jetzt erstmal schnell den ersten Platz rauszugattern. Damit er schön für Team Intel ein paar Punkte machen kann. Ich verstehe das schon. Mal schauen. Vielleicht für den ersten Platz noch. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Guck mal, unser Kollege ist auf dem 13. zurückgefahren. Was hat er gemacht? Oh. Aua, ja. Zu viel gewollt. Jawoll, schönes Heck rumkommen lassen. Aber Achtung, nicht zu weit. Sollte er ganz schnell wieder hinten an der Nahrungskette. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja unser Team schön nach vorne bringen. Boah, beinahe schon zu viel. Jawoll, das ganze Feld hinter uns gelassen. Ja, was man von meinem Teamkollegen nicht behaupten kann, denn er ist wieder auf dem 14. Platz hinten. Ich meine, klar, es ist jetzt schwer, an das ganze Feld da irgendwie aufzuschließen, beziehungsweise
da ein paar Plätze gut zu machen, weil halt da so eine ganze Armada ist und das so richtig, ja, Fahrstuhlenge ist. Aber man muss es versuchen halbwegs. Und wenn man ein bisschen aggressiver spielen muss, nee, das. Das spult jetzt nicht zurück. Deswegen, also, man muss da doch mal eine sauren Apfel beißen, doch ein bisschen aggressiver spielen. Aber ich sehe gerade, ein paar Plätze macht man ja gut. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Weil je mehr er gut macht, desto mehr stehen von der Team ja drumherum. So. Du führst, sieh zu, dass das so bleibt. Ja, da kannst du aber einen wissen. Da kannst du aber ganz stark drauf lassen, dass es so bleibt. Ah, da kommen sie. Kay und N, Junge. Kay und N, Stefano Bruno. Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt will er's mal wissen, der alte Hecht. Jetzt will er's wissen. Guckt mal im Rückspiegel. Kay und N ist hinter uns. Gerade noch auf dem 5., 6., 7. Jetzt auf einmal ist er vorne. Ah, da schafft sich meine Kollege Knusper. Das wird mein verdienter Sieg sein. Der kann schon hinten bleiben und dann zweiter ins Ziel kommen und weiter seine Kohle schaufeln. Und eine Schwarzkohle. Ich gönne mir den ersten Platz und eine schöne Luxus-Suite im Hotel, mein Freund. Und erster. Ordentlich. Eine 4,38. Ah, guck mal, eine Tausendstel, ey. Ein Tausendstel war Stefano schneller. Konnte man jetzt aber so im Rennen zu jetzt nicht sehen. Ja gut, sag mal so, ne? Der war ja vorhin auf dem 4. oder 5. auf einmal war er auf dem 2. Der war schon weit zurückgeschlagen, ich glaube sogar hinter Forge. Und auf einmal, pups, war er auf dem 2. Und so ist das mit Team Razor. Razor, genau. Mit Team Ravenwest, die sind genauso. Einmal sind sie ganz hinten, da denkst du so, hä, wie können die bitte schon jetzt schon davon essen? Weißt du? Echt Wahnsinn. So, schauen wir mal. Schönen Screenshot bekommen. Vorspulen. Oh Gott, ey. Ach, kein guten, ja, ne? Nehmen wir den. So. Weiter geht's. Herr auf dem ersten. Na, wie gesagt, mein Teamkollege hier. Oh, 14. 12 Punkte groß. Was macht der Junge? Ey? Ja, aber trotzdem, Podiumsplatz P3, das ist noch akzeptabel. Und guck mal, oh, Ravenwest, 180 Punkte. Naja, weil die anderen von Ravenwest auch mal mit vorne sind, ne? Die zwei, Aaron Wesley meistens und Nathan McCain, je nachdem, was für eine Saison. Da sind halt die Burschen immer mit vorne. Und deswegen, ja, sind die so von der Platzierung. Das ist das Problem. Wahnsinn. Und die EP? Ja, 16.000 ist machbar. Man merkt, es dauert noch sehr lange. Und weiter geht's mit Super Judas in Event 3 von 6, 2 Rennen. Mount Panorama, das ist doch, glaube ich, in Australien, ne? Weil ich weiß. Bathurst, Mount Panorama, das ist auch geil, die Strecke. Die fahre ich auch gerne, auf dem ersten starten, oder wie? Ja. Auf erst. Bathurst, genau, Bathurst. Zungenbrecher. Ein Tunkschnalzer. So, ja, Freunde, ich würde sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, das wäre ein Träumchen und ein Abo, wenn ihr länger dabei sein wollt. Und nicht vergessen, wie immer, das Glöckchen aktivieren, wenn ihr alles über meinen Kanal erfahren wollt oder benachrichtigt werden wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal in Bathurst. Baumpanorama, Zungenbrecher ist da. Bis zum nächsten Mal in Grad Autosport.